Die Bilder sind noch immer kaum zu glauben. Am frühen Mittwochmorgen stürzte ein Teil der Carola-Brücke in die Elbe. Das wollen auch am heutigen Donnerstag noch zahlreiche Zuschauer mit den eigenen Augen aus sicherer Entfernung sehen. Am Vormittag sicherten Einsatzkräfte des THW und der Feuerwehr die Brücke mit sogenannten Böcken ab. Doch das reicht nicht mehr aus. Die Ergebnisse der Prüfung, die wir bis jetzt durchgeführt haben, haben letztendlich uns dazu geführt, festzustellen, dass wir diesen Brückenteil nicht halten können. Es ist letztendlich eine Frage der Zeit, ob diese Brücke weiter noch einstürzt, beziehungsweise werden jetzt Maßnahmen geprüft und vorbereitet, diesen Brückenteil kontrolliert abzureißen. Das betrifft den eingestürzten Brückenzug. Noch heute Abend soll damit begonnen werden, den noch stehenden Teil auf Seiten der Neustadt in Trümmern abzutragen, teilte das Tiefbauamt heute Nachmittag im Stadtrat mit. Die Straßenbahnschienen und die Fernwärmeleitung stehen derartig unter Spannung, dass wir die vorher trennen müssen. Das wird heute auch passieren mit einer kleinen Sprengung, die wir initiieren werden, die mit Unterstützung vom THW durchgeführt wird. Das wird heute in den Abendstunden passieren. Was mit den weiteren Brückenzügen A und B, also den Spuren für PKW, passiert, ist noch offen. Aber ohne Schäden sind diese wohl auch nicht davon gekommen. Wir haben festgestellt, dass auch der Zug B, der mittlere Zug, der für den Fahrverkehr freigegeben ist, wo der Verkehrsversuch stattfindet, Absenkungen aufweist. Wir sind im Moment dabei, diese Absenkung vermessungstechnisch aufzunehmen, sie abzugleichen, wie groß sind die Absenkungen. Wir sehen das auch an den Geländerzügen, die sich auf jeden Fall im 20-Zentimeter-Bereich voneinander entfernt haben. Weitere Sorgen verursacht das angekündigte Hochwasser. Der Höhepunkt des Hochwassers wird für den Dienstag erwartet. Und die vorhergesagten Abflüsse und Wasserstände deuten darauf hin, dass wir für unseren Elbeabschnitt doch mit dem Bereich der Alarmstufe 3 rechnen müssen. Das bedeutet eben, dass das Terrassenufer überschwemmt wird. Das Umweltamt der Stadt Dresden rechnet mit Pegelständen zwischen 5 und 8 Metern. Aktuelle Berechnungen, die dem Umweltamt vorliegen, zeigen, was das für den eingestürzten Teil der Carola-Brücke bedeuten kann. Es ist abzusehen, dass das Teil der Brücke, was in der Elbe gerade an der Stelle liegt, wird umflossen werden und wird überflossen werden. Dadurch nehmen die Strömungsgeschwindigkeiten an den Stellen zu. Die Erkenntnis: Stand jetzt, das vollständige Abtragen des teileingestürzten Brückenteils ist in den nächsten Tagen voraussichtlich nicht zu schaffen.